Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Ich darf Sie im Namen des 1. FC Saarbrücken zum ersten Heimspiel nach der Sommerpause hier recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Neben den Vertretern der Presse begrüße ich ganz besonders unsere Gäste aus Pirmasens, die hier mit ihrem Cheftrainer zu meiner Rechten, Herrn Dusek, anwesend sind. Und vom Gastgeber den 1. FC Saarbrücken begrüße ich wie immer den ersten Vorsitzenden, Herrn Werner Fries, der auch gleichzeitig vor einigen Wochen wieder Präsident des Club der Freunde des 1. FC Saarbrücken geworden ist, sowie unseren Trainer, Herrn Fellhauer. Darf ich zunächst Sie, Herr Dusek, um Ihren Kommentar zur heutigen Begegnung bitten? Ja, wir wussten, was uns hier erwartet in Saarbrücken. Die Saarbrücken haben immer eine sehr junge Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft, die laufstark ist, die taktisch gut geschult ist. Wir wussten genau, was uns hier erwartet und ich war sehr froh, direkt nach 2 Minuten Führung zu gehen. Ich denke, das hat die Mannschaft von Saarbrücken noch einen Schub gegeben, weil wir haben dann nach dem 1:0, hatten wir die Möglichkeit zum 2:0 durch Savinovic. Wir haben das nicht gemacht und dann kam Saarbrücken immer besser ins Spiel, hat uns dann zeitweise laufen lassen, hat auch dann mehr Spielanteile gehabt, aber ohne eine große Chance zu haben. Wir haben das Spiel irgendwo kontrolliert, aber wir wussten, was uns hier erwartet. Dann mussten wir in der Halbzeitpause zwei erfahrene Spieler mit dem Thomas Riedl und dem Attila Baum auswechseln. In sechster Position, ein Innenverteidiger. Das hat dem Spiel nochmal einen kleinen Bruch gegeben. Wir mussten dann, wie gesagt, zweimal umstellen. Aber ich möchte hier betonen, auch der Matthäus Gornik hat wahrscheinlich die Nase gebrochen, der Christian Henn blaues Auge. Das Spiel war umkämpft, aber war zu keinem Zeitpunkt unfair gewesen. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und ich denke, die Zuschauer haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Saarbrücken hat einen Druck gemacht und als wir dann das 2:0 gemacht haben, da dachte ich, so, jetzt ist die Messe gesungen. Jetzt wird meine Mannschaft das Spiel nach Hause bringen, aber ich habe die Rechnung ohne die tolle Mannschaft von Saarbrücken gemacht. Sie kam wieder ins Spiel durch einen Fehler von unserer linken Abwehrseite, 2:1. Und dann haben wir gezittert und ich habe meine Stimme dann zeitweise verloren, weil ich die Mannschaft korrigieren musste. Wie gesagt, hat Saarbrücken enormen Druck gemacht, hat ganz toll gespielt. Und dann durch eine Einzelleistung vom Alexander Ernst gehen wir 3:1 in Führung. Aber dass man Saarbrücken nicht unterschätzen darf, hat man dann wieder gesehen, weil sie kamen wieder ins Spiel. Jede Mannschaft ist dann mausetot, kurz vor Schluss beim 3:1 zu Hause. Die Mannschaft kam ins Spiel, wiederum ein Fehler, linke Abwehrseite, 3:2. Und dann haben wir uns dann noch über die Runde gezittert und irgendwo gerettet. Es war ein glücklicher Sieg von meiner Mannschaft. Wir sind jetzt gut gestartet. Und Kompliment, Andreas, an deine Mannschaft. Eine ganz junge Truppe, die so toll spielt. Wir haben letzte Woche in Trier gespielt. Das sind Unterschiede. Und wie gesagt, du wirst eine tolle Runde haben mit einer tollen Mannschaft. Dankeschön. Ich danke Ihnen für diesen Kommentar, Herr Dusek, und bitte jetzt, Andreas, dich um deine persönliche Meinung zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an Pirmasens zum Sieg. Michael, auch danke für die Komplimente. Ich hoffe wirklich, dass wir eine gute Runde haben. Aber ich hoffe auch, dass wir nicht nach jedem Spiel hier bei der Pressekonferenz sitzen, wie letzte Woche schon in Neunkirchen. Und der Gästetrainer verteilt immer schön Komplimente und fährt mit 3 Punkten nach Hause. Wir haben auch gewusst, was uns erwartet, nämlich für mich die stärkste Mannschaft in der Oberliga, sowohl als Einzelspieler, auch als Mannschaft. Und unser Konzept wurde natürlich direkt nach 2 Minuten über den Haufen geworfen, nachdem wir dann 0:1 zurück sind. Ja, wir haben dann versucht, weiter aus der Ordnung nach vorne zu spielen. Das ist uns nicht wirklich gelungen. Die Mannschaft hat ein bisschen gehemmt gewirkt, haben dann ein Riesenglück. Die angesprochene Szene, wo wir 1-2 spielen hinten, wo er das 2:0 machen kann, der Novic. Da haben wir Glück gehabt. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit versucht, das Ganze ein bisschen weiter nach vorne zu schieben, haben dann das 2:0 kassiert irgendwann, kommen dann zurück mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 und da muss ich natürlich auch meiner Mannschaft ein Riesenkompliment dann wieder machen. Ne? Wie eben schon angesprochen, es ist eine junge Mannschaft, es ist eine Mannschaft oder junge Spieler dürfen Fehler machen, junge Spieler machen vielleicht einen oder anderen Fehler mehr wie ein erfahrener Spieler.
Und die ersten beiden Auftaktgegner mit Neunkirchen und Pirmasens nutzen solche Fehler dann natürlich auch eiskalt aus. Und sind dann mit 3-1 in Führung gegangen. Aber wie gesagt, Kompliment dann an meine Mannschaft, die wirklich bis zum Abpfiff alles gegeben hat, alles versucht hat. Hat leider nur noch für das 3-2 gereicht. Und natürlich mussten wir jetzt auch in der Kabine Aufbauarbeit direkt wieder verrichten, obwohl es einem dann auch selbst nicht so gut geht nach einer Niederlage. Aber wir versuchen das Positive rauszuziehen, die machen die Köpfe hoch und wir versuchen einfach, oder wir müssen auch in Salmrohr keinen Zentimeter weniger laufen und genauso engagiert zur Sache gehen wie heute gegen Pirmasens. Und dann hoffe ich, dass wir in Salmrohr dann irgendwann auch mal die nötigen Früchte einfahren und die ersten Punkte holen und dann in die Saison starten. Dankeschön. Dankeschön. Hat jemand von der Presse oder so von den Anwesenden noch eine Frage an die beiden Herren? Bitte. Dass wir gute Leute haben, über die ersten Elf hinaus, das wissen wir. Und das erhoffen wir uns dann natürlich auch von den Spielern, die reinkommen, dass sie einen neuen Schwung bringen, weil sonst brauche ich nicht auszuwechseln. Yannick Bach war abgesprochen ganz einfach, dass er maximal eine Halbzeit spielt, weil er morgen früh mit nach Babelsberg mit der ersten Mannschaft fahren muss. Und der Chris Hase ist einfach noch nicht so weit, um da länger zu spielen. Ne? Der muss sich jetzt über Kurzeinsätze einfach wieder rankämpfen. Und das freut mich natürlich als Trainer, dass die Spieler, die dann draußen sitzen, wenn die reinkommen, dann einfach auch Gas geben. Das haben sie gemacht, alle drei. Und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Dankeschön. Sind noch weitere Fragen da an die Herren? Wir haben vor zwei Wochen gesprochen, die schwersten Gegner kamen gerade am Anfang. Es waren noch 16 andere. Aber haben wir jetzt schon mal gesehen. Ja, aber auch noch ein Hinweis, dass man jetzt sagen kann, die jetzt kommen, da wissen wir schon, was man im Feld leisten können. Weil wir sagen, was ein Aufsteiger, dass man sagt, da hätte man schon ein ganz anderes Gefühl, als nach Pirmasens nach Hörnigis oder gegen Pirmasens. Wie, glaube ich, eben schon erwähnt, gibt es für uns keine leichteren Gegner. Ja, wir müssen gegen Neunkirchen, gegen Pirmasens genauso spielen wie gegen Salmrohr, Ludwigshafen, oder auch Wirges oder was alles da noch kommt. Wir haben, wie gesagt, eine junge Mannschaft und vielleicht ist der kleine Unterschied, dass so erfahrene Mannschaften mit so erfahrenen Spielern wie Pirmasens aus 4 Fehler 3 Tore macht. Vielleicht haben wir in Salmrohr, die brauchen vielleicht die eine oder andere Chance mehr, wobei die auch eine gute Offensive haben, auch eine kompakte Mannschaft. Also wie gesagt, für uns ist es so, wir müssen versuchen, das ist das Schwierige natürlich auch bei einer jungen Mannschaft, Woche für Woche an unserer Leistungsgrenze gehen. Ja, wir müssen versuchen, dass von Anfang an die 11 Spieler, die auf dem Platz stehen, an ihre Grenzen kommen. Und dann werden wir auch das ein oder andere Spiel mit Sicherheit gewinnen. Sind noch weitere Fragen da? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann beende ich die Pressekonferenz. Danke Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt nach Pirmasens und Ihnen allen noch eine schöne Woche. Dankeschön.